So, da ist das gute Stück, wa? Auch wieder fit. Super. Warte, dann gebe ich dir meine Kohle. Was ist denn mit dem Marco? Hast du irgendwas gehört von dem? Der ist irgendwie, der musste ganz dringend zur Familie ins Ausland. Genau. Und dann setz ich mal rein und gebe, oder warte, ich gebe dir noch die Schlüssel. Ein Mann ohne Ehre ist so gut wie tot. Kollege, hörst du zu, du bist der Nächste. Auf dass du lange lebst und von einer Kugel getroffen stirbst. Fahrräder, was geht denn hier ab? Ja, ich bin sofort da. Ich muss gerade nur kurz noch ein Führungszeugnis ausstellen. Dann komme ich. Also, noch. Alles klar, wir sind hier beim Parkplatz, ja? Perfekt, danke. Alles klar, bis gleich, ciao. Mahlzeit. Mahlzeit. Na, alles klar? Alles super. Alles selbst? Klar und selbst? Ja, muss, ne? Haben wir hier irgendwo einen Automaten, wo wir dir die Kohle geben können? Oder sollen wir dir das schon machen? Da vorne ist ein Automaten, ja. Und ne, in dem Geschäft ist keiner, ne? Im Geschäft waren wir drin, ist keiner, ne? Ne, dann ist vorne da an der Hausbank. Oder hinten die Fließerbank. Okay. Die Hausbank ist da gegenüber, ne? Richtig? Ja, aber hier links an dem einen Gebäude, da ist auch, sind zwei Automaten. Alles klar, dann gehen wir kurz die Kohle holen, ja? Ja. Ich pack schon mal aus. Jo, mach das. So, da ist das gute Stück, wa? Auch wieder fit. Super. Warte, dann gebe ich dir meine Kohle. Was ist denn mit dem Marco? Hast du irgendwas gehört von dem? Der ist irgendwie, der musste ganz dringend zur Familie ins Ausland. Da ist wohl irgendwas vorgefallen. Okay. Hast du bekommen? Jo, danke, danke. Weißt da war wohl irgendwas ganz Dringendes. Der hat sich auch Urlaub genommen. Okay. Der sollte, wenn alles da wieder gut ist, denke ich mal, nächste Woche irgendwie wieder da sein. Nächste Woche? Okay. Ja, dann gedulde dich noch ein bisschen, Bruder, weil... Ja, wie gesagt, ich kann euch auch anrufen, wenn er wieder da ist, dann gebt ihr euch Bescheid. Oder er soll euch anrufen, wenn er schon eure Nummer hat. Okay, ja, dann soll er das mal machen. Sagst du dem schöne Grüße? Ja, mach ich. Okay, danke. Ja, dann gebe ich dir mal die Papiere. Mhm. So, hier, bitteschön. Warte, dann setze ich meinen Billy hier noch drauf. Genau. Und dann setz ich mal rein, dann gebe ich, oder warte, ich gebe dir noch die Schlüssel, setz ich mal rein. So, dann pack ich direkt mal die Papiere wieder hier rein, ins Handschuhfach. Hab ich. So, eigentlich müsste jetzt alles gehen, oder?
Ja. So. Jetzt müsstest du den Schlüssel haben. Alles klar. Gucken, jetzt sollte ich. Ja, gut. Jo, klappt alles. Perfekt. Super, ja. Alles klar, super. Dann bedanke ich mich. Jo, wir uns auch. Vielen Dank. Viel Spaß damit, ne? Auf jeden Fall werde ich haben. Wenn ich das Auto dann so habe, wie ich es haben möchte, komme ich mal vorbei, dann kannst du mal schauen. Gerne. Würde ich gerne sehen, was damit passiert. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn du was von Marco hörst, genau, oder dann den siehst, richte ja. Die Maus, der soll mich anrufen, mal so. Mach ich. Der meldet sich sofort dann. Alles klar. Vielen Dank. Ja, dann wünsche euch schönen Tag noch. Abend noch. Danke. Euch auch. Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao. Oder? Ja. Dann lass mal hoch Palito, pack ich den ein und dann gucken wir mal, ja?
meine Probefahrt, Junge. Ja, pack mal dein Ding ein. Nein, nein, lass mal den da. Gib mal kurz. Aber willst du fahren? Ja, ich lass mal auch zu. Ja, mach nur nicht kaputt. Ja, ich fahr dir den direkt Schrott jetzt. Die Felgen lass ich drauf. Ja, schönes Auto hast du, Bruder. Die Felgen musst du auch bei dir drauf tun. Guck mal, die sehen doch Bombe aus. Die sehen gut aus, ja. Weil die sind auch schön groß, warte mal. Mhm. Schade, vielleicht hat der irgendwas drin gelassen. Ja, du musst aber das hier, Motorhaube und so. Ja, ja, so machen wir alles, alles weg. Dann Stoßstange musst du gucken, was du drauf machst. Ja, ja. Diesen scheiß Heckspoiler hier.